Ja. Kamera läuft, Ton, Action. Tomaniac sitzt. Spiel ist geladen und es geht weiter mit Ember Moon. Und ich habe gerade mit Entsetzen festgestellt, dass ich fast kein Material mehr habe. Und ich muss unbedingt nachproduzieren, weil sonst sitzen wir irgendwann auf dem Trockenen. Und ja gut, das kann natürlich, es sollte nicht vorkommen. Ich habe es nicht geplant, aber es ist immer so eine Frage von Zeit haben und dann auch sich aufraffen können und nicht zu kaputt zu sein von der Arbeit, um neue Folgen aufzunehmen. Ja. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal weiter. Wir waren jetzt zuletzt im Tempel der Sansri und das lade ich jetzt mal. Da sind wir. Jetzt muss ich mir nochmal eben die Karte verinnerlichen. Der Lösungsvorschlag sagt nämlich, man soll sich hier wirklich alles angucken. Würde Sinn machen, ne? Okay, dann tun wir das. Immer gucken, auch auf den Kompass, nicht, dass sie irgendwo in irgendwelchen Drehfeldern landen und hier wild durcheinander gemixt werden. Westen. Ist hier noch irgendwo was? Bin ich da schon gewesen? Nee, okay. Gucken wir mal hier rauf, ob da irgendwas ist. Kann natürlich sein, dass man irgendwann mal wieder Kämpfe hat. Hm. Das ist ein Hebel. Sieht aus, als ob ich den noch nicht betätigt hätte. Ja, dann wollen wir das mal tun. Ich habe allerdings keine Ahnung, was der bewirkt. Wir können ja mal einen Blick auf die Karte werfen. Ist das Loch da in der Wand vorhin schon gewesen? Ich kann mich nicht erinnern. Oder da unten? Hm. Gute Frage. Das können wir natürlich nochmal auserkunden hier. Das heißt, ich müsste jetzt nach rechts, nach links. So, muss mal hier gucken. Aber da sehe ich erstmal nichts. Ja, das ist zu. Frage ich mich, ob da wirklich was war. Es sieht nur so verdächtig aus. Warte mal. Hä? Ich glaube nicht, dass ich da schon war, da drin. Nee, da drin war ich noch nicht. Also muss der Hebel das irgendwie bewirkt haben, denke ich mal. Zickzack. Er schlängelt sich hier im Schlangentempel. Was ist das hier? Hm. Was erwartet uns? Da ist noch ein Hebel. Okay. Und da haben wir ihn umgelegt. Ob da in der Ecke irgendein Geheimraum ist? Oder vielleicht irgendein Schalter oder was? Weil... Ja, probieren wir es mal. Nee, da ist nichts Geheimes. Hätte ja sein können. Nee, da ist nichts. Hat es denn auf der Karte irgendwo was bewirkt? Hm. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, hier unten. Das sieht auch so verdächtig aus, was da ist. Naja, halten wir uns erstmal hier so in dem Teil auf. Ich hoffe, ich muss hierhin nicht wieder zurück, da wird einem ja schwindelig. Okay. Ja, gehen wir mal hier unten lang. Erkunden wir alles.
Ich weiß ja, hier ist ja hier auch nochmal ein Hebel oder was. Hier wimmelt es ja von den... Nö, da ist nix. Okay. Also wieder raus. Hä? Naja, ist richtig. So, dann hier raus. Meine Güte, bis ich da mal um die Ecke gezirkelt bin. Jetzt können wir gucken, was in dem Teil da noch ist. Also nächste wieder links. Das heißt nach Süden. Oh, da hinten ist irgendwas. Das sah so schlangenhaft aus. Jetzt sollte ich einfach mal eben schnell wieder abspeichern. Das ist mir nicht geheuer da. Haben wir irgendwo Sansri-Tempel da. Nicht, dass da wirklich irgendwie so Schlangengesocks ankommt. Also irgendeine Gegnerart, mit der wir noch nichts zu tun hatten bis jetzt. Keine Ahnung, was uns dann da erwartet. Hoffentlich habe ich mit dem Hebel nicht irgendwo eine Tür aufgemacht, wo die rauskam. Hier ist nichts. Also wieder hier raus. Ach, Minotaurus. Okay, keine Schlange. Es sah von da hinten nur so aus. Na gut. Wird mal wieder gefightet, ne? Ja, das geht. Aber ich habe eigentlich keinen Bock, mich groß drauf einzulassen. Scheiße! Ich kann keinen Eisschauer. Ah, wieso habe ich denn nicht gerastet? Toll! Warte mal, du hast nicht zufällig einen Spruchpunktetrank? Entgiftung. Spruchpunkte, ja. Haha, toll. Dann darfst du den jetzt mal einwerfen. Auf dich selber. Hoffentlich reicht das alles. Ich meine, einer von meinen Jungs darf gerne einen kritischen Treffer la... Okay, nicht schlecht. Okay, nicht gut. Gut, dass die meisten Zauber von denen eher nicht so treffen. Was? Egil hat einen kritischen Treffer gelandet? Seit wann kann der das denn? Was geht hier denn ab? Das ist ja jetzt fast wie mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn Nelvin jetzt hier was zaubern müsste. Ja, schön. Ja, dann probieren wir das doch anders. Wir hauen hier alle... Ach so, okay. Wir hauen hier alle mit alles drauf. Und dann versuchen wir das ohne Zauber hinzukriegen. Das wäre ja jetzt fein. Was kann auch schief gehen? So geil wäre das, wenn wir die alle mit kritischen Treffern umhauen würden, aber das ist, das war jetzt einfach nur Glück. Das glaubst du auch selber nicht, dass das möglich wäre. Sind noch alle auf ihn gerichtet, ne? Ja, wir holen uns die jetzt alle nacheinander. Schauen wir mal, was wir da bewirken können. Okay, der hat anscheinend auch nicht mehr so viel Zauberkraft. Draufhauen kann er besser. Oh, das gefällt mir nicht.
Alter, was ist denn mit EG los? Seit wann landet der denn hier kritische Treffer ohne Ende? Das kann der doch gar nicht. Der hat doch eine Crit-Chance von 0, oder? Normalerweise. 1%, 1 von 0. Und mit diesen 1 von 0% hat er jetzt 2 kritische Treffer gelandet. Ich fass es nicht. Wie krass ist das denn bitte? La la la, mittlere Heilung auf Valdin. Während die Gruppe vorrückt. Ich glaube, Valdin darf sich dann nicht bewegen, weil dann kommt er aus dem Fokus. Probieren wir es mal so. Also jetzt darf auch gerne Selena mal einen kritischen Treffer landen. Ah, die mittlere Heilung war okay. Valdin ist wieder einigermaßen fit. Auf jeden Fall hat jetzt fast jeder getroffen. Der Rest weitermachen. Genau. Du kannst jetzt auch drauf. Alles klar. Mal sehen. Hält ganz schön was aus, das Vieh. So, Valdin. Bis Valdin da ist, ist er dann tot. Das wär's jetzt. Latsch die ganze Zeit durch die Gegend. Das wär's jetzt echt. Ah, scheiße. Hast du schon genug? Nee, der hat jetzt Angst gekriegt, weil er Valdin gesehen hat. Oh, ich trau mich nicht. Wenn Valdin jetzt zuhaut, dann bin ich tot. Oh ja, bitte. So, jetzt alle gemeinsam auf ihn. Kein Schaden? Na, Valdin kriegt immer einen auf den Sack. Warte mal ab, bis der zurückhaut. Wir haben ihn. Das war doch nice. Nelvin ist Stufe 25, hat jetzt Spruchlernpunkte 15. Okay, das ist zu wenig für den nächsten fetten Spruch. Trainingspunkte sind allerdings genügend da. Kampfachs ist für den Arsch. Ich hoffe, hier kommt nicht gleich noch einer. Sieht erstmal ruhig aus, das speichern wir mal ab. Weil alle gewonnenen Kämpfe sollte man speichern. Vor allem, wenn man da ohne größere Verluste durchgekommen ist. Können wir rasten? Ach so, Rationen. Du hast 2, 6, 7, 7, 4. Okay, reicht auf jeden Fall. Jeder hat genug. Dann werden wir wohl noch etwas warten müssen. Versuchen wir es jetzt mal. Nein. Dann werden wir wohl noch etwas warten müssen. Versuchen wir es jetzt mal. Aha. Alles ist sich fleißig am Erholen und wieder fit. Das heißt, wir sind fit, wir speichern ab. So muss das. Jawohl. Was sagt die Karte? Wir wurden, glaube ich, gedreht. Norden. Ja, gehen wir da mal hoch und gucken uns mal hier noch diesen Bereich an.
Ich habe gesagt, ich möchte nach Norden. Und jetzt möchte ich gerne nach Westen. Nee, nach Osten wollte ich. Ich hab gesagt, ich will nach Osten. So. Ich bin zu hoch. Wobei, ja, da oben drin sind wir gewesen. Das heißt geradeaus. Rechts. Nächste hier. Nächste aus. Plötzlich fährt eine Wand aus der Decke herab und versperrt euch den Weg. What the fuck? Das heißt, wir kommen aber rückwärts wieder raus. Hier ist also irgendwas, wo wir noch nichts mal... Hä? Ach, es war hinter uns. Okay. Hatte dieses Ereignis nochmal getriggert. Also dann. What says die Karte? Oh, quer geradeaus, ne? Hier mal gucken, was da ist. La 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 la. Na, scheiße, da kommt was. La 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 la. Warte mal, Osten? Nein, ich muss nach Westen. Westen, verdammte Scheiße, das Ding kommt. Leck mich! Na gut, dann geht's jetzt halt auf die Fresse. Ihr wolltet es nicht anders. Ich sag euch gleich, das war keine gute Idee. So, jetzt gibt's Zoris. Hoffentlich haut der gleich alle weg. Abgewehrt? Was ist hier los? Wieso wärst du mein Spruch ab, du Arsch? Seit wann geht das denn? Das ist mir jetzt neu. Kann mir mal einer sagen, wie habe ich denn die zuletzt bezwungen? Irgendwas ist hier komisch. Probieren wir es mal mit einem Feuersturm. Moment, kann ich einen Feuersturm nur auf eine Reihe machen? Scheint so. Wahrscheinlich habe ich das andere, die Feuersäule oder was es ist, habe ich noch nicht, ja genau, gelernt. Ja gut, probieren wir mal das. Hoffentlich wehrt er nicht schon wieder was ab. Okay. Feuer mögen sie nicht. Aber dass er den Eissturm, dass jeder den Eissturm abgewehrt hat, das finde ich jetzt aber schon heftig. Muss ich mal sagen. So. Alles haut auf den letzten Verbliebenen hier. Ja, das heißt, ich muss gleich wieder rachsen, weil ich meine Spruchpunkte weggeschleudert habe. Aber wer konnte das auch ahnen? Ah, gut, dass dein Spruch auch misslungen ist. Jetzt gibt's was auf die Hörner. Jawohl! Juhu! Tomaniac ist Level 30! Dann kannst du mal sehen, wie lange wir das hier schon zocken. Selena, 24. So. Ja, das ist doch supi. Denn
Jetzt speichern wir das mal eben ab. Ich wollte nach... Wo muss ich jetzt hin? Nach Westen, ne? Ich muss von diesem verfickten Kreisel runter hier. Ah! Der geht mir auf den Sack. So. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich wieder 8 Stunden rasten. Ist mir aber egal. Ich muss mich hier nicht um irgendwelche Lichtfackeln kümmern oder so, weil hier ist ja erleuchtet. Jawohl. Nelvin ist wieder einigermaßen erholt. Das ist ein idealer Zeitpunkt zum Speichern. Jawohl. Und wie das hier weitergeht, ja, das seht ihr in der nächsten Folge von Ember Moon am Ember Moon-Tag. Musste ich jetzt überlegen, doch tatsächlich, was ich hier gerade eigentlich zocke. Also, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es soweit ist, macht's gut, ihr Lieben, euer Tomaniac.